Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, hallo. Wir sind schon aufbruchbereit und in den Startlöchern die Stadt zu erkunden, um den mit euch versprochenen... Hallo? Bauplan zu finden für den Erdbohrer, ne Jasmin? Ja. Und den finden wir, ne Jasmin? Hoffe ich doch. Jetzt den... Oh, Armin. Also wenn das Militär keinen Erdbohrer hat, dann weiß ich auch nicht. Oh, und dann um diese Uhrzeit auch noch hierher jetzt. Ich war da irgendwie nicht alleine drinne. Hallo? Lässt du das bitte? Guten Tag, Sir. Ich würde gerne einmal das Armeegebäude durchsuchen. Schön, wenn Sie damit einverstanden sind. So, den habe ich durchforstet. Du warst auch schon beim Militärshoppen, wa? Schallgedämpfte Pistole. Na logen, ey. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Ja. Schießt so gerne. Wollen wir hier sneaky-peaky reingehen? Ich schieß halt gerne mit den Dingern hier. Ja, schallgedämpfte Pistole hört sich auch mega geil an. Ich schieß allgemein irgendwie lieber. Weil ich da aus weiterer Entfernung. So. Wo denn? Der Süße hier oben hat eine Handtasche. Was es nicht alles gibt beim Hund. So, den Geier habe ich mir auch mal vollgeknöpft. Blöd, Mann. So, komme ich jetzt hier runter? Ja. Warum diese Musik? Ich habe keine Musik. Ich habe diese Musik, als wenn jetzt voll viele kommen. Hab ihn? Ich glaube, hinter uns kommen gleich welche. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwo ist er noch, ne? Ja, an der Tür. Das ist die Kantinenfrau. Oh Gott, in den Hintern. Oh, ich habe eine richtig stylische Hose, falls du willst. Mm-mm. Hier war jetzt hier nicht drin, ne? Nee. Ein Flatscreen. Den nehmen wir mit. Oh, geil. Oh, schade. Ja. Ja, ja, du spielst wieder für dich alleine, ne? Hä, wo ist er denn? Um die Ecke. So, nach ihm, ja. Ich geh mal auf den Aussichtsturm. Wieder so ein blöden Gipsfuß. Auf jeder Turm. Oh, ein Vogelnest. Zwei Federn. Nice. Hm. Incoming enemies, prepare for conflict. Oh ja. Ganz schön viele Soldaten hier im Army-Stützpunkt, ne? Ja. Ja. Wo die wohl alle herkommen? Hier in diesen rostiges Fach, das ist Benzin. Ja. In dem weißen auch? Ja. Cool. Vorsicht hinter dir! Au! Ich dachte, das wäre bei dir. Das ist so ein Schlappschwanz. Ich habe nicht mal mitgekriegt, dass er mich geschlagen hat. Deine Gedämme wackeln noch. Ein Spind? Suchst du eigentlich auch die Holzdinger hier? Ja, ja. Okay. Holzdinger, Metall, ich bau alles ab. Hast du was gelernt, ja? Ja, außer hier den Boden. Das Boden? Hast du wieder nicht. Ja. Das Geheimversteck. War ich da schon drin?
Ja. Oh. Bist du dir sicher? Ja. Oh. Sackerblö. Sage bloß. Oh, wir sind nicht mehr alleine. Peter hat es mir gesagt, Meister, wir sind nicht alleine. Mann, jetzt ist aber Schluss. Dankeschön. Ja, bitte. Er zittert noch vor Angst. Ah, er zittert vor Wut, dass du nicht noch stärker warst. Riecht da überhaupt was? Toll. So. Das hier ist unten jetzt nichts, was ich mitnehmen will. Ja, hier war jetzt nicht so wild. Kommt man hier auch irgendwie hoch? Kommt man hier auch irgendwie hoch? Nee, nur im Hauptgebäude, glaube ich. Aber hier nebenan waren wir ja auch noch nicht drin. Boden. Hier, in der Jugendherberge. Wo bist du denn? In der Jugendherberge nebenan. Oh, der ist auch da rausgegangen, statt er das mal sagt, ey. Bau mal die Hantelbank ab, ne? Oh, das gibt geschmiedetes Stahl. Eisen, meine ich. Geil. Incoming enemies, prepare for conflict. Ah, Jasmin, du machst das gut. Jetzt sing das Lied von Eminem. I'm a soldier. Was? Ich hab spannende Musik und du? Ja, ich auch. Das gab aber gut Stoff hier. Und hopp. Ich baue mal ein bisschen leiser ab. Stahl und Eisen. Wie Robert sagte. Schon wieder drei überladen, ey. Wie machst du das? Ich sammle alles. Wo bist denn du schon wieder? Getränkeautomat abbauen. Hier, hinter dir. Ja, ja. Du warst gar nicht im Badezimmer. Hä, ich bin hier. Trinkwasserbehälter unberührt. My senses have picked up something. Die ist von oben runtergefallen eben. Ich sammle so ein bisschen Schrott ein, ne? Ja, sammel mal. Ich kann jetzt erstmal nichts mehr. Hier ist sowieso nur... Ich muss gleich eine Kleinigkeit snacken. So. Ich habe drei Dietriche, falls wir diesmal einen Safe oder so finden. Ich habe auch Dietriche mitgenommen diesmal. Das klingt fast so, als ob du mir nicht vertraust. Oh, was ist denn hier Geiles? Oha! Oha? Wow! Hier musst du herkommen. Ist da ein Bauplan Erdbohrer? Wo bist du? Weiß ich nicht, aber hier ist ganz viel Essen. Oh. Und das musst du nehmen, weil ich bin voll. Ja? Hier oben ist auch eine Kiste, die müssen wir kaputt klatschen. Klatschen? Normalerweise klatsche ich die immer weg. Hier auch, alle. Hier, ich halte Stellung hier.
ich beschütze dich. Ja, ja. Ja, wir können ja erstmal die Tür zumachen. Warte, aber oben wir ist... brauchen die Lanze nicht. Hier, der, die Kiste ja. kannst du auch, ne? Ach, hast schon. Da oben ist auch eine. Ja. Ich bin dabei, bin dabei. Hab ich hier das schon abgebaut? Ne, hier Zement. Ich kann einfach so über dich rüber hopsen. Geil. Ja, das müssen wir auch noch abbauen gleich, den, wo du drauf stehst. Das ist, kannst du schon abbauen? Pflasterstein. Ja, hier. Einsammeln. Ich kann die nicht. Habe ich. Incoming enemies, prepare for conflict. Ja, okay. Wir oh. kommen bestimmt gleich rein hier. Wo sind sie denn? Oder hier? Nee. Hä, man hört die, aber wo kloppen die sich denn durch? Och, bestimmt irgendwo draußen da an der Hauswand. Hau doch nicht immer ab, ey. Ich hau doch nicht ab. Ich guck doch nur, was immer ich ab... überall. Ja, ja, ich guck, was ich nur abbauen kann. So. 22 Uhr. Dann gehen wir gleich noch ins Hauptgebäude, dann holen wir alle durch. Genau, und dann gehen wir wieder drauf. Und dann Schönen gehen wir Dank drauf, dafür. Genau. Man muss Prioritäten setzen, Jasmin. Was ist wichtiger, dein Leben oder Loot? Ich will nicht schon wieder sterben. Bauplan Erdbohrer oder Loot? Ja, und wir würden den ja kriegen, ne? Das wissen wir ja. Ja, und wir können auch bei Tag gehen. Ja, mach jetzt alles kaputt, damit die hier noch leichter reinkommen. Die sind außerhalb der Mauer. Glaube ich. Nee, die sind, glaube ich, oben. Master, we are not alone. Was ist denn jetzt hier mit meiner Maus? Nee, die sind außerhalb der Mauer. Weg hier, ihr Banditen! Oh. Das sind die Deuten, Brüder. Einer ist reingekommen. Ist aber nur eine Frau. Kommt man bestimmt irgendwie hoch. Ja, ich habe schon geguckt gehabt, da ist aber kein kein Rucksack oder so. Ach so, ist nichts? Nee. So, wollen wir zum Hauptgebäude? Ich gehe da nicht. Geh, viel Spaß. Ich warte, bis es hell wird. Ich guck hier noch ein bisschen, ob ich hier was finde. Das ist mir zu doof. Ich sterbe wieder. Die kommt sowieso gleich rein, ne? Mhm, ja. Oh. Ich hab mal so einen Meter vor ihr geschossen als Warnschuss. Jetzt hinter ihr. Die Distanz wird dichter. So, sie ist weg. Kannst rauskommen. Wo bist du denn? Hauptgebäude, wie ich gesagt habe. Hauptgebäude, wo ist das Hauptgebäude? Was weiß ich, was das Hauptgebäude hier ist? Ja, ich warte draußen auf dich. Ist das Auto da auch? Nee. Hä, hey, wo bist du denn? Ja, ich bin überladen. Ich muss das erstmal wegbringen eigentlich. Ich bin viel zu langsam. Oder du nimmst mir was ab, was du vielleicht schon hast. Ja, was hast du denn? Habe ich jetzt was weggeschmissen? Nein, das war ich. Blei? Nee. Ölschiefer? Nee.
Bruchsand. Nee. Lehm. Ja. Eisen. Ja. Nitrat. Ja. Also Kunststoff? Ja. Benzin? Ja. Gammelfleisch? Ja. Lappen? Also Stofffetzen? Ja. Hab ich. Nägel? Nee, ich mach keine Nägel mit Köpfen. Messing, Türgriff? Nee. Verband? Ja. Ein Kochtopf? Nein. Eier? Nein. Das weiß ich. Ich habe keine Eier. Leber? Ja. Warte. Aloe vera? Nein. Scham? Ja. Dose Scham? Dose Scham habe ich. Hast du noch eine? Schießpulver? Nein. Okay. Niente. Nada. Jetzt bin ich erst ein bisschen leerer. Obwohl, das Scham hätte ich eigentlich behalten können. Im Biologieunterricht, oder? Ich glaube, ich erstmal eine Dose Scham. Lass das. Willst du was essen? Nein. Nee, noch nicht. Können wir erstmal hier... Hier kommen wir nicht durch. Ich gehe in eine Hocke, dann hören mich die Zombies nicht. Also egal. Incoming enemies, prepare for combat. Wo denn? Oh. Ach ja, es ist Nacht. Ah, ich habe gar keine Waffe. Danke, Jasmin. Der haut ihn erstmal so wie so ein Mädchen, du. Er boxt ihn erstmal in die Fresse wie so ein Mädchen. Ja. Ja. So ist das. Hast du auch Musik? Nee. Hört sich an, als wäre es draußen. Ja, ist draußen. So. Warum untersuchst du den Schrank nicht? Ich bin noch am, Küchenutensilien abbauen. Kein Antibiotikum. Bist du infiziert? Nein, aber ich meine. Die Tische hast du alle? Ja, den kann man nicht. Aktenschrank, 17 Papier, wichtig. Leerer Medizinschrank. Ja, den habe ich schon. Ja. Nee. Ich hol mir mal Chill Drinks, ne? Gechillte Getränke hol ich mir. Wo bist du denn da? Ah, hier ist ein Big Pack. Ein Big Pack. Oh, und eine Tasche. Ein Big Pack und ein Bag. Jetons. Aber nicht zerlegen, ne? Heißt ja nicht Patrick, oder? Irgendwo laufen die doch. So. Gehst du hoch? Ne, ich habe nur einmal geguckt. Achso, ich dachte, du musst mir Bescheid sagen. Wollen wir hoch oder runter? Erstmal hoch, ne? Egal, geh, ja. Ich schieß den Hintern. Geh erstmal hoch. Der kann sie machen, das ist ein Loch ohne Wiederkehr. Master, we are not alone. Wo denn? Hier auf dem Tisch. Table Dancer. Dance für mich, Baby. Geil. So, die zwei Lauchs haben wir weggehauen. Oder Günther? Peter noch da? Peter! Oh, Peter hängt schon wieder draußen fest, du. Hm. Ah, Peter, ey. Hat sich nicht drauf verlassen, ne? Wo bist du denn? Am Kaffeeautomaten. Okay. Irgendwie habe ich hier gerade was gehört. So wie so ein Dicken. Boah, ich brauche kein Papier. Also ich kann es nicht mehr mitnehmen, sagen wir es mal so. Mal
Okay. Papier wichtig. Ja, ich habe aber keinen Platz mehr. Wo bist du denn? Nur einmal kurz außen auf den Rundgang. Okay, da gibt's nichts. Bin wieder da. Ich weiß. Dann können wir einen höher, wenn du magst. Hm. Wir wollen hoch hinaus. Ein kleiner Strahlemann. Hallo, kleiner Strahlemann. Oh, vor Freude ist ihm der Kopf geplatzt. So. I've got a bad feeling about this. Ja, ich habe auch kein gutes Gefühl, Peter. Ist Jasmin schon weitergegangen? Hey, ich bin auf dem Dach, hier also draußen. Okay, und brauchst du, wenn du Hilfe brauchst, sagst Bescheid. Ja, hier ist nichts. Ah, geil. Auch keine Kisten? Nee, hier ist aber was eingebeult. Warte mal. Ah, hier. Da ist der dicke Blut, ne? Mit dem Buch und Bauplan für einen Erdbohrer. Nee, aber ich habe das kaputtgeschlagen. Aus Versehen. Und da war der Erdbohrer drinne. Nein. Doch, bestimmt. Mann, Müll. Scheiße. Der Erdbohrer lag im Müll. Der Bauplan. In Sappel. Bin mir sicher. Noch mal höher, ey. Ich muss hier noch den roten Knopf abbauen und ja, so. Ja, ich komme. Schaltkommandozentrale. Bitte, ey. So. Ja, ich brauche mal. Oh. So, und. Bei der Gelegenheit mal einen Schluck Kaffee. Da geht die Arbeit auch schon wie. Von alleine von der Hand, ne? Oder Jasmin? Master, we are not alone. Was sagst du? Wir sind nicht alleine. Ja, das wissen wir doch. Aber wir müssen auch zurück, weil da geht's nicht weiter. Wir müssen irgendwie andersrum. Ja, dann gehen wir Richtung Keller. Nee, wir müssen hier rum. Hier, wo bist du? Ah, da. Ich hab ihn, Jasmin. Ich hab ihn. Ich musste nachladen. Ey! Ich hab ihn. Ich hab doch gesagt, ich hab ihn. Hier, guck mal, der brütet seine Eier aus. Oh, ist das süß. Munition. Alter Müll. Tada. Ja, viel war hier nicht, ne? Jetzt haben wir gleich nochmal den Weg Richtung Keller. Wo bist du jetzt schon wieder? Immer noch auf dem Dach. Wer, wo denn? Ich habe nur einen Ventilator abgebaut. Wo bist du denn? Oben auf dem Dach. Achso, ja, ich bin ein Dach tiefer. Aha, das wollte ich doch wissen. Ja, ja. I've got a bad feeling about this. Ich sammle nur ein paar Kleinigkeiten. Kannst du hier nochmal Verband nehmen? Ja. Was waren das noch? Was hattest du noch? Was müsste loswerden? Plastik habe ich noch. Ah ja, hier, Plastik, genau. Hast du Chiffons? Nee, Chiffons habe ich nicht. Hier, Eisen. Eisen habe ich hingeschmissen. Elektrische Komponenten? Nee, das habe ich nicht mehr. Mechanische Komponenten? Hab ich nicht. Sprungfeder? Nein, habe ich nicht. Ich habe nichts vom Auto. Wollen wir runter? Ja, kleinen Moment. Ich muss hier nur noch diese eine Schraube ein bisschen anziehen, ja? Sonst kriege ich von der Hausverwaltung wieder richtig Stress. Wieso wollt er direkt auf mich los? Aber weil du eine Knarre hast, ne? Du machst ihm Angst. Jasmin, lass das. Du machst ihm Angst. Und? Kommt noch irgendwo einer gelaufen? Wollten wir nicht in den Keller? Ja.
Ich bin auf dem Weg. Ja, wartest du auf mich? Ja, kleinen Moment. Incoming enemy. Prepare for conflict. So, ich bin unter der Treppe. Hier ist auch noch ein Big Bag für dich. Ach nee, du kannst ja nicht, ne? Doch, ein bisschen habe ich noch. Ja, jetzt, ja, mach mal. Jetzt habe ich schon. So. Das habe ich. Oh, hier einmal in die blaue Tür gucken. Oh, oh, Toilette. Ja. Die liegt da nur so. Hier ist ein Geheimgang. Wo bist du denn? Im Scheißhaus. Guck mal. Das müssen wir weghauen. Aha. Aber hier ist nix. Oh doch. Aber das Rohr hier ist im Weg. Da ist eine Kiste. Alter! Ich kann dir nicht helfen. Er steht genau hinter dir. Hä? Ich hab ihn doch. Au, 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 au! Lass mich nicht kommen, nicht weg! Du stehst im Weg! Du stehst im Weg! Ich hänge fest! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Oh mein Gott, danke schön! Oh, ich hab fast gar kein Leben verloren. Boah, ey. Okay, du gehst vor. Alter! Was hast du denn da für eine geile Kiste? Die ist verschlossen. Ist, was für eine Kiste? Waffenteile. Oh, warte, ich hab noch Dietriche. Ja, ich hab auch noch welche, falls was ist. Jasmin, ich muss mich konzentrieren, ich will das Schloss knacken. Oh, was ist das hier? Oh! Was war denn das? Sorry. Sorry, Leute. Ich schmeiß jetzt das Unnötige weg, was für mich unnötig ist. Warte. Kritisiert mich. Kannst du vielleicht gleich aufnehmen? Kritisiert mich, aber das hier ist mir wichtiger. Alu-Creme, was habe ich denn jetzt genommen hier? Ganze Munition, Schmutz. Alten. Ja, hast du noch einen Dietrich? Ich habe 3, ja. Kannst du hier nochmal aufknacken, hier die Kiste? Engelsen. Ich muss was essen. Okay. Ich habe bald nichts mehr. Ah, ich knack die Truhe. Kleinen Moment, mein Dietrich ist gebrochen. Geil, ey. Voll viel Munition. Oh, das ist gut. Das würde ich dir auch dann demnächst herstellen. Ich kann aber nichts mitnehmen. Warum, du hast doch 9mm Munition, ne? Ja, ich habe alles, was an Munition ist hier. Ja, geh weg da, sonst kann ich da nicht nehmen. Achso, das habe ich auch weggeschüttet. So. Da ist noch Munition für dich. Wo denn? Hier in der Truhe, in der Truhe. Geil. Ich nehme mal lieber meinen. Ich muss mal ein bisschen was in meine Drohne packen. Oh, das dauert mir zu lange, ey. Da. Okay. So, Glücksbrille, Federn, Farbe. Geil. Wieso prügeln wir uns durch die Tür? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir hätten auch andersrum gehen können. Ich habe keine Ausdauer. Ja, auch nicht. Willst du was zu essen haben? Mhm. Hier. Nur für dich. Kannst dein Katzenfutter wieder einstecken? Ich esse meine Suppe. Ich dachte, du freust dich. Jetzt habe ich aber auch nichts mehr zu essen gleich. Ich hätte noch was für dich. Ich will keine Katzenfutter.
Ja, dann eben nicht, hä? Wir sind verwöhnt. Apokalypse, es gibt ja genug zu essen. Du hast mein Scham gekriegt, also gib mir das wieder. Deins habe ich gegessen. Ich habe nur noch meins in der Tasche. Ey, Jasmin, bitte. Hehehe, 10.000 AP, vergiss es. Wo bist du denn? Ja, dann lass uns hochgehen und dann in die Garage. Ich bin schon wieder 5 überladen, Alter. Wie, was machst du denn? Ja, ich hab Nitrat wieder von der Leiche da. Ja, okay, kannst du mir geben? Ja, warte. Hier Nitrat. Ja. Komm runter. Alter, komm runter. Eisen. Glas. Ja, warte mal, ich stell mich mal neben dich hin. Eisen. Glas, was soll ich mit Glas? Hast du doch selber. Ja, ist ja ein Schrott. Ist das denn? Was hattest du noch? Hattest du Blei? Nee, Blei hattest du auch nicht, ne? Jetzt habe ich ein Blei. Ein noch. Knochen hast du? Nö. Hast du Geldscheine? Die habe ich ins Auto gepackt. Verband? Da. Eigentlich hatte ich das für mich, wenn mal was ist, aber... Ja, das ist auch nicht der Verband, den ich meine. Achso, was musst du noch was... Soll ich den wiedernehmen, oder was? Nee, alles gut, alles gut. Ja. Wo wollen wir jetzt hin? Hallo? Ich würde sagen, in der Garage, ne? Schön bei Nacht, Alter. Können wir nicht im Haus bleiben ein bisschen noch? In der Garage bei Nacht. Ist doch hier, gleich nebenan. Ich rette hier dir die ganze Zeit den Arsch. Bitte, Jasmin. Nein, tust du nicht. Sicher. Ach, Jasmin, bitte. Ja? Da müssen schon ganz andere Geister auferstehen, um mich fertig zu machen, ne? Ja? Mich verarschen. My senses have picked up something. Oh. Du stehst in der Tür, ich kann dir nicht helfen. Brauch deine Hilfe nicht. Doch, brauchst du. Geh da weg. Ich brauch keinen Bodyguard. Garagenbox? Jo, mach mal die große Box. Ah. Wenn du Hilfe brauchst, rufst du, ne? Bauplan. Hier ist noch ein... Hier ist noch eine Schaufel für dich. Und ein Bauplan. In der Kiste. Hier kannst du einen Motor abbauen. Ja, mach ich gleich. Ey, ich bin schon wieder überladen. Scheiße. So. Ja. Wie gesagt, vorne im Regal, da ist noch ein Bauplan für dich, ne? Und eine Schaufel. Stahlschaufel. Aber du hast, glaube ich, eine, ne? Oh. Hier vorne? Ja. In der Kiste oder was? Ja. Den Bauplan habe ich schon. Hm. Und eine Schaufel habe ich auch schon. Ja, dann packe ich das gleich in eine Drohne für den Händler. Ja, mach das mal. So. Kein Bauplan dabei, Jasmin. Kannst ja die Amis Autos hier auseinandernehmen. Die Amis Autos? Ami Autos. Ja. Baue ich ja alles ab, ne? Hast du hier die Fässer schon nachgeguckt? Ja. Wo bist denn du jetzt? Da. Na gut, dann weg mit der Schmiere hier. Ach, hier geht's raus. Da kriegen wir zumindest richtig gut mechanische Komponenten, ja. Hm. Eine Menge. Das ist eine Seiche abbauen. Das dauert ein kleiner Moment. Aber da sind wir ja hartnäckig, ne? Und hier nochmal die Reifen ein bisschen abbauen, da. Hier, Schraube lösen. Da ist noch eine. So. Unten haben wir noch ein paar Schrauben. Hier an der Zahl. Tank. Hier ist noch Benzin. Ja.
Muss hier nur mal ein bisschen die Lampe noch ein bisschen abbauen. Oh, Salven. Geil, brauchen wir. Jo, hier war ein Motor drin. Hier noch ein paar Schräubchen. Ah, hier den Tankdeckel vom Kanister, den müssen wir auch anziehen. Geil. Ups. Oh, Türgriff. Der klemmt, machst du nix, ne? Mei, oh mei. Da bist du aber eine Weile im Gang mit diesen Amilaster, wa? Hm. Ganz schön ruhig jetzt, ne? Ja. Wir haben das Gebiet gesäubert. Der Ruhe vorm Sturm, ja? Ich glaube nicht. Meistens so, und dann kommen sie auf einmal alle, ey. Hey. Ich baue hier noch einen Haken ab, ne? Meine Ohren, ey. Also mein eines Ohr. Kannst du gleich noch mal ein bisschen was nehmen hier? Kleinen Moment. Ups. I did it again. Ups, I did it again. I hit the Hakenhalter. Hier, kannst du mit? Hm? Benzin? Ja. Oh, Mann, ey. Scheiße, schon wieder den Falschen. Meine Klöten. Ja, Du hast mir Eisen, die Eier geschossen. Blei. Kleber hattest du auch, ne? Ja, ja, ja. Ja. Kann ich mir die Eier zusammenkleben. Ah, hast sehr schön. Eispitzen aus Stahl? Nee, hab ich nicht. Das sieht schief aus. Er hat getäuscht. Willst du Stahlschlagding-Teile haben? Nee. Bitte? Nix. Wir sehen das. Oh. Ich und die Zuschauer können dich sehen, Jasmin. Was liegt da vor deinen Füßen? Nix, ein Sack. Was ist in diesem Sack? Makaber, Jasmin, makaber. Abra-makaber. Wir beobachten dich. Nenn uns Big Brother. Oh. Hm? Peter! Brauchen wir ein bisschen Platz. Wie viel Platz haben wir denn noch? Ah, okay. So. Haben wir den auch fast weg, ne? Ich habe ja eigentlich gedacht hier, das ist ein bisschen wilder, ne? Was wilder? Ich habe dir jetzt schon wie oft den Hintern gerettet? War nicht einmal. Ich hatte zu jeder Zeit die absolute Kontrolle. Hilfe! Ich glaube, ich sterbe gleich. Ja, du standst voll im Weg. Ich kam nicht weg. Ja, genau. Jetzt bin ich schuld, ey. Hä? Ja, du bist schuld. Mhm. Du standst hinter mir. Ich konnte ja nicht weglaufen. Mhm. Komm, Peter, wir gehen. Das geben wir uns nicht mehr. Ja, weiß schon. Hm. Aber so der richtig krasse Shit, den warst du hier vorne auch schon? Naja, die Mülltonne muss ich mal machen. Jasmin? Hä? Was denn? Kleinen Moment. Ich hab... okay. Ja, ich hatte eben keinen Ton. Rede du mal? Ja.
Ja, ich würde sagen, wir beenden hier einmal die Folge. Das muss gefixt werden. Der Ton ist weg. Ich hoffe, der ist jetzt gerade erst weg. Ja, warte mal. Weiter. So, wir mussten die Aufnahme nicht beenden. Ja, wir können auch ganz gemütlich zum Auto gehen. Wir hatten nur ein kleines Tonproblem. Ich hab mir gerade was in den Mund geschoben, ey. Aber ich gucke ja hin und wieder rüber. Also ich hatte eigentlich bis eben immer Pegel. Du hast immer einen Pegel. Ja, normalerweise müsste der Sound erst eben gerade abgekackt sein, als er einmal kurz weg war. Wollen wir mal hoffen, ne? Hallo? Ja. Er antwortet noch. Ja, ich dachte, ich habe was gehört. Ich auch, aber... Ich höre auch was. Ja, ich auch, aber... Und so ein Idiot baut eine Klimaanlage ab. Ja, wird zum Glück hell wieder. Gott sei Dank. Naja, ich habe da nicht so viel für... Also, ne, das ist der Tageszyklus. Das ist nicht ganz mein Verdienst. Hier ist was Brechsand, ja, hier. Alles voller Brechsand. Alles voller Brechsand. Die ganze Wüste. Ich baue ja auch schon immer wieder ab. Nein, die Säcke. So. Dann nehmen wir doch die mit, statt hier Löcher zu buddeln, wa? Ja, eben. Vor allem, dann kriegen wir noch ein paar Stofffetzen. Ach, hier warst du schon. Ja. Und da fehlt mir die Ausdauer. Nee. Irgendwo ist hier gerade was kaputt gegangen, Jasmin. I've got a bad feeling about this. Nein. Warum ich? Warum kommen die immer zu mir? Den habe ich aber sowas von weggeschaufelt, ne? Hast du gesehen, wie ich ihn da mit der Schippe übergezogen habe? Das überlegt er sich zweimal das nächste Mal. Sehr schön. Alles mitnehmen, Gott, ne? Gott sei Dank. Jasmin, ich habe einen richtig dicken Sack hier. Prall gefüllt. Und ich habe keine Ausdauer. Ich auch nicht, ey. Das zackt. Das zackt ab. Oh, hier noch ein paar Säcke. Oh, ich nehme jetzt hier einen goldenen Rutendedo, oder? Die müssen wir mal wieder öfter machen. Die waren, glaube ich, gut für Ausdauer, ne? Was? Goldrutentee? Weiß ich gar nicht, echt, ja? Haben die Ausdauer nicht hochgepusht? Du, wo ist denn das Auto hier? Ja, hier vorne rechts. Warte mal. Was? Ich habe auch schon ein paar Verstecke gefunden, die du nicht gesehen hast. Ja, komm. Jasmin, bitte. Ja, wirklich. Die habe ich, gesehen, die habe ich dir nur übergelassen, ja? Hier. Kann ja nicht alles alleine machen. Sicher. So, ich baue das Auto noch ab, dann können wir einsortieren und dann können wir ja die Sachen wegbringen, wa? Ich sortiere jetzt schon mal ein. Das klingt doch genial. Mal hinten im Kofferraum ein bisschen gucken. Rundumgang. Hier, ja, dann können wir sie beobachten, ob sie was wegschmeißt. Was ist denn jetzt? Hä? Ich blind? Ich hol mir noch mal eben das Auto hier aus der Wüste. Wo sind denn? Bitteschön. Danke. So. Hä, hey, wird ja nichts zurückgelassen, ne? Jasmin. Also. Da platzt der Lack ab und die Tür fällt einmal runter.
das ist ätzend mit meinen Ohren. Was habe ich denn eigentlich alles im Peter reingeschoben jetzt? Man weiß es nicht. Das wissen nur Peter und ich. Ja. Haben wir hier noch irgendwas, was da... Musst du noch viel hier reinmachen? Ja, das kann man ja alles stacken, ne? Ja, weil ein Platz ist noch. Ja, ja. Und ich habe aber noch nicht alles einsortiert eigentlich. Ja, sortier doch erstmal alles ein. Habe ich Holz? Alter, meine Ohren, ey. Rahmenformen. Knochen weg. Oh. Reicht das? Das okay, ich habe noch eins für einen, wie heißt der? Der Händler da. Für Joel. Ja, hier, oder ich habe da Bauplan noch. Oh, ich habe da noch einen Bauplan für. Jetzt aber, oder? Was denn? Aha. Ich baue die Laterne ab. Von ab. Oben nach unten. Ich baue die Laterne ab. Ah, so reicht das, glaube ich, erstmal. Wo bist du? Hä? Da oben. Ja. Bist du fertig mit sortieren? Ja. Oh, hier hat man eine richtig geile Aussicht. Komm hier irgendwo Zombies? Ja, wenn das hier weg ist. Nee, gar nicht. Hier, Peter, geh mal hier rüber. Das genießen. Oh, geil. So, dann zeig mir mal, wie viel Platz hast du mir denn gelassen? Gar keinen. Das ist ja 6er-Team. Das ist vernünftig. Oh, ich muss mich kurz im Auto durcharbeiten hier. Hä? Ach da, Gottchen. Kommt er denn jetzt her? Also mein Inventar ist fast wieder leer, ne? Das ist tatsächlich wirklich voll. Wo willst du hin? Ich fahr nach Hause. Hallo, warte auf mich. Hier ist doch noch dieses Schiefer. Ich hab da nur einen Spaß gemacht. Ich fahr zum Auto. So. Achso, das ist ein Kaktus. Ich dachte, das wäre so ein Strahlemann mit Anzug. Oh, unberührt. Jasmin, was ist los? Ich war da nicht. Jasmin, bitte. Da. Bitte dich. Weiß nicht, Trevi. My senses have picked up something. Ja, ein Geier. Cool. Wollen wir noch eine Hütte anfahren, oder? Lass den Mann in Ruhe! Wollen okay. Wir das nicht erstmal wegbringen? Ziemlich romantisch. Du mit Schippe beim Sonnenaufgang. Schippe? Knüppel. Knüppel. Dicken Knüppel. Da ist doch noch Nitrat.
Ne? Ja. Nehmen wir eben mit, ne? Da sind wir ja nicht so, ne? Sieht ein bisschen aus wie so ein riesiger Vogelschiss auf dem Boden. So, herrlich. Mal einmal einsortieren hier. Ja, mein Inventar ist fast leer, ne? Also aus der Tasche. Ja, meins auch, aber ich sortiere es jetzt weg, dann habe ich mehr Platz. Kann ich. Achso, ja. Gut, das sehe ich jetzt nicht, ne? Hä? Nur das aus dem Inventar kann ich tanken. Und hier wäre aber noch was drin. Okay. Danke. Backe! Mann! Jetzt! Entschuldigung, das Blei. Wir haben so wenig Blei. Bleist du mir, blei ich dir. Blei in der Hand. Aus Blei baut man wunderschöne Sachen. Wie Bleistifte und Angelblei. Und Schrot. Jasmin. Hör auf immer ohne mich zu spielen. Weißt du was? Dafür fahre ich da alleine weg. Ey! Das ist Eisen. Da hinten ist, Stopp. Ölschiefer, ne? Ja. Hast du auch gesehen, oder? Mhm. Master, we are not alone. Ah! Boah! Der Arme! Der wollte nur spielen. Du haust ihn erstmal eine Spitzhacke im Kopf. Du warst schon immer gut zu Tieren. Kam Sunny eigentlich zum Fressen rein? Nein, die war noch nicht da. Aber Lu hat gegessen. Ja, die isst's immer. Die ist ja auch immer zu Hause. Ja. Verwöhnte Katze. Hallo, warte doch. Da ist noch ein Auto. Nehmen wir mit. Und Blei. Ich bin schon wieder an Kaktus gelaufen. Warum machst du das? Die pieksen doch, oder? Ja. Hat das weh? Ja. Hast du geweint? Habe blutet. Boah. Hast du geweint? Nein. Hast du am Daumen genuckelt? Hm. Das mache ich nämlich immer, wenn ich an Kaktus mich stoße. Ich weiß, wenn du weinst. Ja. Jeden Abend. Ich weine viel. Ja, jeden Abend. Ja. Oh, ich habe keine Ausdauer, ey. Ja, bei mir kommt auch schon der kleine Hunger durch. Ich habe gar kein Essen mehr. Das, ja, ich habe auch nichts mehr an Essen. Toll. Musst du was essen? Hm? Hier, ich habe was für dich. Jetzt kommt bestimmt mehr Katzenfutter. Was sagt man, Jasmin? Danke. Und, wie hat's gemundet? Lecker. Das ist schön. Habe ich gern gekocht. Incoming enemies, prepare for conflict. Wo denn? Da oben. Och Gottchen. Wir müssten auch mal Dings skillen hier. Bergbau, Rohstoffe da, weißt du? Hm. Dass du mehr Rohstoffe bekommst beim Abbauen. Und schneller abbauen. Hier, Snack! Verdammt.
Jasmin, sie spielt mit dir Verstecken. Ja, kleiner Tipp, da ist sie. Hm. Ein Geier auch. Oh, schon wieder gegen gelaufen. Warum machst du das? Oh Mann. Ist aber nicht schön. Nee. Da oben ist auch noch mal Blei. Ja. Wollen wir jetzt erstmal nach Hause fahren? Kann ich erstmal noch Blei sammeln? Unberührter Müll. Ah, oh, wir hatten hier vorhin gelootet. Ja. Erstmal alles wegsortieren jetzt. Dann machen wir uns auf der Heimweg, ne? Ja. Wir müssen erstmal alles sortieren. Oh, hier wäre noch eine Laterne gewesen. Aber kein einziges Antibiotika, ne? Nee. Gottes Willen. Was er denn, ey? Weiß ich auch nicht. Flippt da voll aus. Hängt der da? Hast du gesehen? Das war noch der von vorhin, ja? Hui! Er rastet ja voll aus. Ja, ja. Oh, ich muss jetzt mal was trinken, ey. Oh. Oh. Das ist aber eine holprige Angelegenheit hier. Vielleicht mal Wasser holen. Da hängt ein Auto im Felsen. Hast du den gesehen? Den links? Ja. Ja. Hier im Brandgebiet sind auch einige Autos, ne? Oh, nach Hause jetzt, ne? Ja. Wieso bin ich nass? Ich bin auch nass jetzt. Oh, es fängt an zu tröppeln, ja. Oh, ich hasse diese Map, ey. Wetterumschwung. Denk an die Löcher, ne? Ja. Da war ja das ein oder andere dezente Schlagloch, ne? Ich mach mal Licht an. Voll gut. Hier ist kalt. Erst ist mir warm. Ui. Die Achterbahn fahren hier. Und Gewitter. Bei Gewitter kann im Auto nichts passieren. Michelle, 17, schwanger. Wir haben ja schon in 2 Tagen schon wieder Blutmond, ne? Oh. Wir sollten uns vielleicht da gerade auch mal vorbereiten dann. Ich sollte vielleicht meinen Mixer mal wieder reparieren. Ja, und aber ich muss wir haben ja diesmal auch die Schrotflinten, das ist auch geil. Ja, und ich muss Munition machen. Der hat uns aber fast umgeschubst jetzt, der Hund. Oh, aber vernünftig. Ich ja. will nicht wegen dir jetzt hier drauf gehen. Ach, wegen deinen Quatsch. Spielereien. Spielereien? Ich bin dem Hund ausgewichen, ich bin Tierfreund. Dass der in die gleiche Richtung ausweicht wie ich, da kann ich ja auch nichts für. Oh, da ist der Brendel noch. Ich glaube, die kriegst du so nicht tot. Nee, irgendwie nicht, ne? Oh, bloß nicht in so ein Schlagloch fahren. Vor allem das Auto könnten wir nicht rausheben, solange wie der Kofferraum voll ist, ne? Geil. Ja. Konzentrier dich mal. Ja. Ich bin dabei. Ich glaube, das war's mit den Schlaglöchern. Ich bin dabei, bist du dabei? Wir sind dabei, uns zu verlieren. Entschuldigung. Ich konnte nicht anders, Jasmin. Ich konnte nicht anders. Fährst du jetzt überhaupt lang? Naja, hier den Schleichweg. Oh, huch. Geil. Was denn? Der Hund kommt hinterherlaufen, ey. Ja. Der gibt auch gleich wieder auf. Oh. Huch. Oh, ja, wie. Huch. Alter. Ah, das haben wir gleich, Jasmin.
Guck mal, an dem komischen Schlagloch da, was da irgendein Idiot reingebuddelt hat, bin ich auch schon dran vorbei. Ah? Hier wäre meine Dings gewesen. Wollen wir die noch schnell machen? Nee. Da können wir dann nochmal losfahren, würde ich sagen. Ist ja nur buddeln. Ja. Oh, endlich. Ach so, übrigens die Brücke, ne? Ja. Wir können eine Brücke bauen. Ja? Ja, du kannst Blöcke im Wasser platzieren. Ja, ich möchte mal gern zu dem Häuschen dahin. Hast du nicht gelesen, ne? Oh, ich komme da manchmal gar nicht mehr hinterher. Also so viel ist das nun auch nicht. Naja, ich bin ja nicht die ganze Zeit da am... Ich lese mir die alle durch, aber ich denke da manchmal nicht mehr dran, wenn wir am Zocken sind, aber manchmal fällt mir das dann direkt wieder ein. Oh Gott. Mhm. Muss aber mal gucken. Ja. Da, die sieht aus, als wäre da einer mit einem vollgekackten Arsch hingefallen. Wieso ist meine Treppe hier so komisch? Achso, das war komisch. Ich dachte, die wäre kaputt. Ja, die muss sowieso wahrscheinlich ein weggebaut werden, ne? Damit die aufhören, da alles kaputt zu hauen. Wie kriegen wir jetzt die Sachen? Jetzt müssen wir jetzt die alle hochschleppen? Ja. Achso, ja, ich sollte mir meine Taschen voll machen, wa? So. Mehr geht nicht. Du. Audes Heim, Glück allein, ne? Sag ich immer. Haben wir hier noch was für einen Händler? Ja, 52, Verkaufspreis. Ja, die Sachen für den Händler lasse ich dir erstmal da drin. Stufe 1 Pumpgun. Die Waffen würde ich sagen, behalten wir, oder? Sind geil. Kannst du immer behalten. So, Zutaten, Speisen. Haben wir da was dabei? Jo. Okay. Und jetzt systematisch die Kisten durchgehen. Ich hier mein T-Shirt? Ne. Alter, wir haben jetzt 5098 Nitrat. Ja, ist doch gut. Und 6840 Schiefer. Na, Kohle brauchen wir noch ein bisschen für... Ja, Kohle haben wir leider nur 30. Oh. Das sieht schlecht aus, Jasmin. Ja, müssen wir Kohle noch sammeln. Wir müssen Munition herstellen. Ja, also es wäre langsam zeitlich nötig an der Zeit, ne? Ja. Achso, ich habe oben habe ich noch 5980 Kohle. Ja, dann machen wir erstmal daraus. Ja, die kannst du für Munition haben, ich bringe die mit runter. Ja, das ist gut. Die Erze. Was wollte ich da überhaupt reinschmeißen? Metalle? Ach, das sollte ursprünglich mal eine Kiste für Lehm und so sein, ne? Ja, ja. Lehm, Erde, Sand und so. Geil. Wo ist hin? Da ist hin. Oh, Peter. Hm? Ja,
Peter wollte mir einfach keinen Platz geben eben, ne? Er gibt mir keinen Freiraum. Peter. Nee? Nee. Armes Ding. Batterie. Ja. Tada! Hey, Jasmin, beruhig dich. Ja, ich bin gegen den Falschen gekommen. Wir müssten auch mal irgendwie die Kisten in Mods und Waffenbauteile unterteilen. Ja, ja. Das ist jetzt nur, weil auch alles durcheinander, weil kein Platz mehr ist. Ja. Dann hat man überall immer was reingestopft. Öl hattest du jetzt auch oben, oder? Öl? Ja. Dann habe ich hier noch ein paar Klamotten. Säure. Und da haben wir so viele von. Hier. So, Saatgut. Hier ist noch ein Motor. Oh. So. Hühnchen mit Reis. Eine Hühnchenration. Hühnchen mit Reis. Nee, Hühnchen einfach nur. Farbe lila. So, Kaffee habe ich ja hier auch noch. Ja, geil. Hm? Ich habe mal das Auto lackiert. Hm. Kannst ja mit diesen Farben machen. Oh, jetzt sind hier nur noch zwei Taschenlampen drin, die kriege ich nicht mit. Die wollte ich in die Kiste für den Händler machen. Hm. Wofür kann man denn für die 44er Magnum? Was brauchen wir denn dann für einen Geschoss, sag mal. Ja. Du mal. Welchen Ballermann? Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Ich denke mal Magnum Revolver. Ist das? Warte mal, ich hatte doch. Hey, wo hab ich denn das Schießpulver jetzt reingemacht? Hey, du hattest das Schießpulver, ne? Wo hast du das Schießpulver jetzt reingepackt? Ich hab das gar nicht gehabt, aber wenn, dann ist es in der Waffen... Munition und Waffen. Hä? Hier. Soll ich nehmen mal die Kohle? Nö, hier ist nicht drin. Achso, ich hab das Schießpulver. 102, meinst du? Das, was im Auto war? Das hab ich hier. Willst du das haben? Ja, bitte. Da. Ja. Ich bräuchte mal Holz. Ach, warte mal. Batterie. Aber noch eine Stufe 4. Was haben wir denn noch hier? Ach Mensch, Peter. Jetzt geh doch mal weg hier.
Alter Ganove. Das. Mods das. Ey, das Wegsortieren ist ja brutal, ne? Ja. Hier ist noch Blei drin übrigens. Ja, ich muss jetzt da noch hier Dings machen. Na, ach, na egal. Ja. Kann nicht reden heute, ey. Darf ich da einmal kurz was machen? Achso, hast Holz reingelegt? Ja, ich will gleich Geschossspitzen und so schon mal machen noch. So. Oioioioioi. Das Wegsortieren ist so brutal, wenn man so viel hat. Verbände haben wir oben. Ärztehilfe. Ja. So, den Scheinwerfer. Gips. Oh, wir haben gar keinen Gips mehr gehabt. So, das. Ein Verkaufspreis. Boah! Ich habe alles wegsortiert. Ja? Ja. Jetzt noch einmal schnell aufs Dach. Wir sind übrigens bei einer Stunde 15. Oha, schon? Ja. Oder machen wir das Dach nächstes Mal? Ja, würde ich sagen. Nächstes Mal gehen wir ins Dach ran und dann müssen wir sowieso hier wieder bauen. Auf den nächstfolgenden Blutmond vorbereiten. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Kohle. Und so weiter. Kohle, ja. Schaltet gern wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.